Die kostenlosen offiziellen Wohnmobilstellplätze in Bad Salzungen liegen etwas versteckt an der Werastraße. Dafür ist das Gratierwerk, die Innenstadt und der Burgsee fußläufig erreichbar. Die erste Anlaufstelle ist das Salzunger Gratierwerk. Sehenswert mit seinem historischen Fachwerk Mittelbau. Den schön angelegten Park sollte man auf sich wirken lassen. In Corona-Zeiten fast wie ein Hilfeschrei. Die Innenstadt ist nett. Bemerkenswert ist aber der ziemlich dominante Burgsee. Einen Spaziergang um den See sollte man auf jeden Fall einplanen. Lohnenswert. Es gibt immer was zu entdecken. Von Bad Salzungen aus lassen sich auch gut Radtouren entlang der Wera starten. Unser Resümee. Um die Stadt zu besichtigen, sind diese offiziellen Stellplätze für autarke Womos wie geschaffen.